Ich habe schon so oft von Leuten gehört oder gelesen, ja, vegan habe ich mal ausprobiert, aber ich bin einfach nicht satt geworden. Woran das liegen kann und was man dagegen tun kann, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von pflanzenhunger.de. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Falls ihr euch wundert, dass ihr gerade ein bisschen anders aussieht oder vielleicht sogar gewohnt, ich bin wieder zurück in der Pfalz, wenigstens vorübergehend, einen kleinen Familienurlaub. Nächstes Video bin ich schon wieder zurück in Berlin, aber deswegen aktuell kein professionelles Licht und keine professionelle Kamera. Mein Mann hält tatsächlich gerade das Handy. Also falls es ein bisschen wackelt, wisst ihr Bescheid. Aber kommen wir zurück zum Thema. Und zwar geht es ja um Hunger bzw. Sättigung und warum man als Veganer nicht satt wird, eventuell. Und zwar gibt es beim Hungergefühl zwei Komponenten. Einmal eine psychische und eine körperliche. Und wir gucken uns jetzt beide an. Los geht's mit der psychischen. Ich muss da ein bisschen ausholen, aber bleibt dran, es ist sehr, sehr spannend. Und zwar habe ich da letztens einen sehr aufregenden TED-Talk gesehen, den verlinke ich euch natürlich nochmal unten, von einer Ärztin, die ein sehr interessantes Experiment gemacht hat. Und zwar hat sie da einer Gruppe von Freiwilligen zwei Milchshakes gegeben. Eine Woche ein und die zweite Woche den nächsten. Und während sie diesen Milchshake getrunken hat, hat sie das Ghrelin, das ist ein Hormon, das Hunger steuert, im Blut gemessen. Weil in der ersten Woche haben die so einen richtig fettarmen, wenig Zucker, wenig Kalorien-Milchshake gegessen, getrunken. Und der Ghrelinspiegel ist ein bisschen gesunken, weil sie ein bisschen satt geworden sind. Aber es war nicht viel. In der zweiten Woche haben sie dann so einen richtig fetten, zuckrigen, hochkalorischen, richtig fetten, geilen, leckeren Milchshake gekriegt. Und der Ghrelinspiegel ist gesunken. Und zwar dreimal so stark wie in der ersten Woche. Das ist ja erstmal nicht überraschend, dass jetzt ein Shake mit wenig Kalorien weniger sättigt als ein Shake mit ganz vielen Kalorien. Das hätte euch jetzt jeder der hergelaufene Ernährungsexperte auch sagen können. Jetzt kommt aber der Clou: Die Leute dachten nur, dass es unterschiedliche Shakes waren. Eigentlich war es genau der gleiche. Und trotzdem war die Reaktion auf des Hormonspiegels total unterschiedlich. Das bedeutet, die Probanden waren nach dem ersten Shake nur so ein bisschen satt und nach dem zweiten Shake pappsatt, obwohl genau das gleiche drin war und das hing nur damit zusammen, was sie für eine Erwartung hatten. Was bedeutet das jetzt für den hungrigen Veganer? Das bedeutet, dass es tatsächlich sein kann, dass man von veganem Essen nicht satt wird. Einfach nur, weil man sicher ist, und zwar komplett sicher, dass man davon nicht satt werden kann. Was kann man also tun? Die Sache ist ja, man hat sich das Problem quasi mit dem Kopf selber geschaffen. Das heißt, man kann das Problem mit dem Kopf auch wieder lösen. Es gibt drei Dinge, an die ihr denken könnt. Zum einen, es gibt jede Menge Veganer, die davon satt werden, nicht vom Fleisch gefallen sind und nicht hungrig und abgemagert aussehen. Wenn ihr hungrig und abgemagerte Menschen seht, das sind die Rohköstler. Zweitens, es gibt jede Menge Sportler, die auf vegan umgestellt sind und nicht nur ihre Leistung halten, sondern auch verbessern konnten. Zum Beispiel Dirk Nowitzki oder Patrick Baboumian. Die sehen jetzt nun wirklich nicht hungrig aus. Und drittens, es gibt keinen magischen Nährstoff in tierischen Produkten, die irgendwie besonders toll satt machen. Was satt macht, ist Kalorien, Fette, Kohlenhydrate, Proteine und das gibt es in pflanzlichen Produkten genauso wie in tierischen Produkten. Nachdem wir den Kopf also abgehakt haben, kommen wir zum zweiten Teil, zum Körper. Es kann nämlich tatsächlich sein, dass man zu wenig Kalorien auf dem Teller hat, wenn man auf vegane Ernährung umstellt. Das ist besonders das Problem, wenn man sagt, naja, als Veganer lasse ich einfach weg. Ich esse dann halt kein Fleisch mehr und ich esse keine Milchprodukte mehr und ich esse keinen Fisch mehr und ich esse keinen Käse mehr und alles. Und dann hat man auf einmal auf dem Teller nur noch Beilagen und wundert sich, dass man nicht satt wird. Wenn du also als Veganer satt werden möchtest, dann solltest du dich mit deinen Proteinen anfreunden. Das heißt Erbsen, Bohnen, Linsen. Also ein leckeres Linsencurry, einen schönen Kidney, so ein Chili-Topf mit Kidneybohnen, mit Sojahack, mit Kichererbsen drin oder eine schöne vegetarische Bolognese. Da sind alles jede Menge Proteine drin und das macht richtig satt. Was auch gut zu deiner Sättigung beiträgt, ist Fett. Das heißt, du solltest auf keinen Fall total fettarm essen, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht richtig satt. Also schön Avocados essen, Nüsse ins Essen und gerne auch mal ein, zwei Esslöffel Öl. Viele Veganer essen ja jede Menge Salat, jede Menge Gemüse und jede Menge Obst. Das ist natürlich total super und auch sehr gesund und das will ich euch auch gar nicht ausreden. Aber man muss sich daran erinnern, dass Obst, Gemüse, Salat alles ein sehr großes Volumen hat. Das heißt, man isst davon viel und der Bauch ist voll, aber es hat wenig Kalorien. Das heißt, es kann sein, dass wenn man da nicht Fett und Proteine dabei hat, dass man dann sehr schnell wieder hungrig wird.
Also esst gerne weiter Salat und Gemüse, aber kombiniert das mit einem leckeren Dressing, packt ein paar Kichererbsen oder Bohnen rein, dann wird man auch länger satt davon. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Erstens, es ist ein bisschen Kopfsache. Das heißt, wenn ihr euch hundertprozentig sicher seid, dass ihr nicht satt werden könnt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch nicht satt. Zweitens ist es wichtig, die richtigen Lebensmittel auszuwählen. Das heißt, wenn ihr nur Obst und Gemüse esst, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht satt. Vergesst nicht die Vollkornlebensmittel, die Hülsenfrüchte und ein bisschen Fett. Und denkt dran, eine Ernährungsumstellung ist halt einfach auch eine ziemlich krasse Umstellung. Das heißt, da sind ein paar Rückschläge immer dabei. Man muss immer ein bisschen austesten und rumprobieren. Das ist ganz normal. Zum Schluss habe ich noch ein paar Rezeptideen für euch, die ihr auf dem Kanal findet, von Rezepten, die euch tatsächlich definitiv hundertprozentig satt machen. Zum Beispiel haben wir da den veganen Käsenudelauflauf, veganen Speck, Kartoffelcupcakes, Omelette, Tempeh, Schokocookies und Bananenbrot. Wenn ihr danach nicht satt seid, dann weiß ich auch nicht. Wie sieht es bei euch aus? Wie sind eure Erfahrungen mit dem Thema? Habt ihr jetzt zu Weihnachten oder über die Feiertage irgendwen bekocht vegan und die sind nicht satt geworden? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt auf eure Erfahrungen. So ihr Lieben, das war's für das heutige Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Falls noch nicht passiert, dann abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos in der Zukunft. Wir sehen uns nächsten Sonntag beim nächsten Video und bis dahin füttert eure Pflanzenhunger.